Super Wetter, ne? Ja. Hey, ich drück dir die Daumen. Mach's gut, du. Hau rein, du. Dir auch. Alles okay? Nein, klar. Ja, komm. Mach mal. Ja. Warte mal! Was? Ich hab einen Defekt, ich muss anhalten! Ich muss die Bremse einstellen! Okay! Komm mal weiter! Nein! Sind wir jemals alleine gefahren? Deine Zeit geht flöten! Los, fahr! Ich würde den bremsen! Fahren Sie links rüber! Okay, danke! Ich fahr nicht allein! Was ist los? Nein, Mann, deine Zeit zählt! Ist doch egal! Ich hab einen kleinen Defekt! Scheiße, hab acht an der Felge. Ich muss die Bremse weiterstellen. Sonst schleift die auch. Mann, Scheiße, ich war so gut drauf. Ja, mach! Okay, jetzt geht's. Okay, komm. Los, das Loch fahren wir zu. Okay. Alter, Kripo Rhein-Main. Ich brauch dringend einen Krankenwagen. Reuter-Ecke Mainzer. Ja! Hey! Was machen Sie denn hier? Was ist hier los? Wo ist Thomas? In Sicherheit. Aber der Täter kann auch irgendwo hier lauern. Was hast du? Jagdmunition. Die Schüsse müssen vom Metropoltower gekommen sein. Ja, vom Dach. Woher weißt du das? Es gibt einen Zeugen. Wie groß war der Mann? Ja, vielleicht so 1,75 oder 1,80 oder so. Und er trug einen blauen Overall, ja? Ja, ja, genau, so Overall. Und eine Skimaske? Ja, ja. Schuhe, Handschuhe, sonst noch was? Tut mir leid. Das ging ja so schnell und dann war ja schon alles vorbei. Ist Ihnen der Mann vorher schon mal aufgefallen? Hier laufen doch massenhaft die Leute rum, ja. Und so viele Büros stehen hier noch leer, also beziehungsweise ist noch keiner eingezogen. Und da fällt auch ein Handwerker mehr oder weniger... Fällt nicht auf, wenn dir noch was einfällt. Danke, Herr Horn. Hartmann. Aber hier steht auch Horn. Da Horn, hier Hartmann. Sichert die Bänder aus der Videoüberwachung des Hauses. Jam wird sich darum kümmern. Okay. Nina und Pitt haben auch zwei Patronenhülsen gefunden. Das passt zu dem, was ich hier gesichert habe. Wer ist der Tote? Hermann Weber heißt er. War ein Freund von Thomas. So ein Scheiß.
Die zwei sind zusammen gefahren. Der Täter ist kein Profi. Schweren Autounfall und war dann querschnittgelähmt. Er kam direkt von der Reha in unsere Trainingsgruppe. Er hat vom ersten Tag an diesen Drang, es zu schaffen, unter allen Umständen. Wie du? Nee. Hermann war schlimmer. Der hatte einen Wahnsinns-Ehrgeiz und unglaubliche Energie. Was hat er gemacht beruflich? Architekt. Er hat es trotz Behinderung geschafft, weiterzuarbeiten und sein Büro zu behalten. Warum? Wieso musste der sterben? Wem war am Weg? Sie haben ihn umgebracht. Wen meinen Sie mit Sie? Die Männer. Welche Männer? Sie haben gesagt, wenn Hermann seine Schulden nicht bezahlt, dann macht sie ihn fertig. Bei wem hat ihr Mann Schulden? Ich weiß es nicht. Er wollte, dass es mir immer nur gut geht. Deshalb hat er die ganze Zeit so getan, als wenn alles in Ordnung wäre. Die ganzen letzten Monate hat er mal erzählt, dass er vielleicht bald wieder laufen kann. Das hat er mir auch erzählt. Aber er hatte keine Chance. Es war seine Art, sich Mut zu machen. Aber Sie kannten seine Probleme. Ja. Was wir von der Versicherung bekommen haben, und das hat hinten und vorne nicht gereicht. Zweier Fahrerflucht. Der Mann, der Hermann überfahren hat, der ist bis heute nicht gefunden worden. Mir gegenüber hat er immer so getan, als könnte er sich vor Aufträgen nicht retten. Vor dem Unfall. Aber danach. Er will schon einen Architekten im Rollstuhl, der nicht mal auf seinen Rohbau klettern kann. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Er hat's versucht. Aber dann musste er sich mal wieder Geld leihen. Immer wieder. Würden Sie die Männer wiedererkennen? Thomas? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Er zeigt ja nichts. Aber ich glaube nicht so gut. Wo ist er denn jetzt? Er ist mit Susanne bei der Frau des Toten.
Was, echt? Ich weiß nicht, ob ich das könnte, einfach so weiter ermitteln. Thomas wird keine Ruhe geben, bis er den Täter gefasst hat. Da, das muss er sein. Das wurde 7 Minuten nach den Schüssen aufgenommen. Ich lasse die ganze Gegend absuchen. Diesen Teppich hätte ich gern. Da sind jede Menge Spuren dran. Hast du schon Fingerabdrücke? Als er geschossen hat, hat er wohl Handschuhe getragen. Und hier fasst er nichts an, wie man sieht. Ja, und die Türen gehen automatisch auf. Hast du was zur Waffe? Die Patronenhülsen passen zu einer Sauer 202. Das ist ein Jagdgewehr. Das ist total untypisch für einen Killer. Kommt drauf an. Jedenfalls ist es nicht besonders selten. Ich habe eine Übersicht anfordern lassen, wer so ein Gewehr auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen hat. Und wie meins geklaut wurde auch? Was denkst du? Perforation der Aorta infolge eines Teilmantelprojektils Kaliber .308 Winchester. Der Trümmerbruch des 6. Lendenwirbels ist ein bekannter Vorschaden. Er war querschnittgelähmt. Du bist sicher, dass du Medizin nie studiert hast? Ich war bei etwa 200 Obduktionen dabei. Da bleibt einiges hängen. Könntest du mir die Gewebeproben entnehmen? Heute noch. Gewebeproben? Ja, wieso das denn? Die Todesursache ist offensichtlich. Wie war das nochmal? Das Offensichtliche ist nicht immer die ganze Wahrheit, wenn überhaupt. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Susanne Miede hat einen schlechten Einfluss auf euch, das ist es. Das kann schon sein. Hier, das sind die Männer, die Hermann Weber bedroht haben. Kenne ich nicht, aber wenn die in Frankfurt zugange sind, dann kriege ich raus, wer das ist. Ja. Alia, wie hieß denn der Arzt, der Hermann behandelt hat? Professor Hoffmann. Ich würde gerne mal mit ihm sprechen. Zudem hat er ein besonderes Vertrauensverhältnis gehabt. Zumindest hat Hermann das immer gesagt. Er hat ihn ja seit dem Unfall betreut. Mhm. Vielleicht hat er ihm ja was gesagt. Was er mir nicht gesagt hat. Vielleicht wollte ihr Mann sie nur schützen. Ja, mach das. Red mit ihm. Anja, um Gottes Willen. Ich hab's gerade erfahren. Sie kennen sich? Ja, natürlich. Brauchen Sie mich noch? Nein. Sie setzen mich ins Bild, wenn ich zurück bin. Hi Mann, hä? IBS, hä? Ja, du, die Schmanisch, komm doch mal her. Der ist zwar nicht so schön wie eure Mädchen, aber den musst du dir trotzdem mal angucken. Hit, was ist denn los? Bist du schlecht drauf oder was? Kennst du den? Das ist der Bremser. Dirk Bremser. Was macht der? Wo finden wir den? Der macht Bodyguard für Vukadinovic. Bei dem Vukadinovic? Immobilienhai. Kauft Altbauten, entmietet sie und macht teure Eigentumswohnungen draus. Nicht mehr. Hat sich angeblich aus dem Geschäft zurückgezogen, zählt seine Kohle und hängt nur noch auf dem Golfplatz rum. Naja, gehen wir Golf spielen. Wir möchten zu Herrn Vukadinovic. Wer ist denn wir? Verpfeif dich und dein Püppchen nimmst du gleich mit. Nimm deine verdammten Griffel weg. Halt. Polizei. Dankeschön. Herr Vukadinovic? Was wollen Sie? Kennen Sie Hermann Weber, den Architekten? Ja, den kenne ich. Weber wurde heute erschossen. Bedauerlich. Oh. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Was erwarten Sie, hm? Dass Sie uns erklären, warum Ihre beiden Bodyguards da hinten Hermann Weber bedroht haben? Weil ich es Ihnen befohlen habe. Ja, geht der Sache nach. Aber Vorsicht. Es gibt Hinweise darauf, dass Weber bedroht wurde. Möglicherweise ein Motiv. Herr Dr. Rietz, Sie kennen die Familie näher. Können Sie uns vielleicht helfen? Ich kenne die beiden seit 1-2 Jahren. Ich bin Präsident im Golfclub und Weber war der Architekt, als das Clubhaus umgebaut wurde. Wieder dieser Golfclub.
Wieso, haben Sie ein Problem damit? Eine Spur führt dahin. Herr Vukadinovic, die wollen uns doch nicht ernsthaft erzählen, Weber hätte seine Schulden beglichen. Der Mann war pleite. Ja, 60.000. Mit Zinsen. Und wann? Vor 4 Wochen etwa. Sie sehen, ich hätte keinen Grund gehabt, Hermann Weber etwas anzutun. Oder das zu veranlassen. Warum haben Sie ihm Geld geliehen? Warum nicht? Weil ich ihn mochte. Haben Sie irgendeine Idee, wer hinter dem Mord stecken könnte? Und wenn? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Vielleicht, weil Sie den Mann mochten? Es wird nichts. Was? Das Grün ist ca. 120 Meter entfernt, da kommen Sie mit einer Wetsch gar nicht hin, nehmen Sie Eisenacht. Sind Sie sicher? Und Sie stehen falsch zum Ball. Bein Hüftbreit auseinander, ein bisschen in die Knie, Hintern raus und locker durchschwingen. Prima! Warum sollte jemand Interesse am Tod von Hermann Weber haben? Weil er im Weg war. Herr Weber wollte doch am Marathon teilnehmen. Wie kann er dann erschossen werden? Es ist ja genau dort passiert. Sie kannten Hermann gut? Naja, ich war sein Arzt. Hermann, Sie sind der Polizist, mit dem er Sport gemacht hat. Also hat er von mir erzählt? Ja, das hat er. Sie waren sehr wichtig für ihn. Offensichtlich nicht so wichtig, dass er mir alles anvertraut hätte. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie meinen Sie das? Es könnte sein, dass er sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Falsche Leute? Was für falsche Leute? Herr Weber war sehr ehrgeizig, wie Sie wissen. Er wollte gewinnen, um jeden Preis. Sie verstehen? Nein, ich verstehe nicht. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, schneller zu werden. Das habe ich natürlich verweigert. Wir sprechen ja nicht über Doping. Er hat mir angedeutet, dass es in Ihren Kreisen durchaus üblich ist, der Leistung etwas auf die Sprünge zu helfen. Aber er hatte kein Geld, sich auf dem freien Markt zu bedienen. Herr Weber hatte nie Geld. Nur Schulden. Bei allen. Anja Weber hat einen Liebhaber? Hat Vukadinovic auch einen Namen genannt? Nee, der hat nur Andeutungen gemacht. Die waren aber ziemlich klar. Anja Weber hatte was mit einem Typen aus dem Golfclub. Aha. Na, dann brauchen wir eine Liste der Mitglieder des Vereins. Und die Einzelverbindung zum Telefonanschluss Weber. Sollten wir nicht auch überprüfen, wer von den Golfern Jäger ist? Ja. Was ist mit der Liste der Jagdgewehre? Die ist gerade eben gekommen. Wir werden sie mit den Golfern vergleichen. Habt ihr es mit dem Geld überprüft? Ja, das scheint zu stimmen. Vukadinovic hat tatsächlich so eine große Summe in bar auf sein Konto eingezahlt. Gut, an die Arbeit. Hast du was gefunden? In allen Gewebeproben, die ich untersucht habe, waren extrem hohe Konzentrationen von Arsen- und Selenverbindungen. Jim, was bedeutet das? Hermann Weber wäre wahrscheinlich auch so gestorben. Möglicherweise sogar während des Marathons. Der wurde vergiftet. Auf jeden Fall hat er über einen längeren Zeitraum irgendetwas zu sich genommen, das diese Elemente enthalten hat. Die haben sie in seinen Zellen abgelagert. Hätte er diese Dosis auf einmal genommen, wäre er praktisch tot umgefallen.
kann sowas in Dopingmitteln stecken? Möglich, ausschließen kann ich nichts. Bist du okay? Soweit ja. Muss schlimm sein, seinen besten Freund zu verlieren. Weißt du, welche Medikamente Hermann genommen hat? Alles Mögliche. Was hat das mit den Schüssen auf ihn zu tun? Das wissen wir nicht. Fakt ist, dass in seinem Körper Gift in einer tödlichen Dosis gefunden wurde. Die Frage ist, wie es da hingekommen ist. Weißt du, wie viel er von den Medikamenten genommen hat? Weiß ich nicht. Das hat er mal selber dosiert. Wow. Nina? Nina! Ja, was ist denn? Warum brützen du so? Wir haben ein fettes Problem. Allerdings. Susanne! Habt ihr auch die Handyverbindung? Ganz hinten, links zur Seite. Reed und Anja Weber haben mehrfach miteinander telefoniert. Bis vor 2 Wochen. Mailbox. Dr. Johannes Reed, ich bin im Moment leider nicht erreichbar. Hinterlassen Sie nach der Nachricht einen Pfeifton. Meda. Ich müsste Sie dringend sprechen. Rufen Sie mich bitte zurück. Wann haben Sie letztmalig eine Gewebeuntersuchung bei Weber vorgenommen? Ja, das ist schon eine Weile her. Ich hatte keinen Anlass dazu. Mit ihm war alles in Ordnung gewesen. Sind das alles Medikamente, die Sie ihm verschrieben haben? War das von mir? Das auch? Die beiden haben wir abgesetzt. Ja, also hier ist nichts darunter, was eine Vergiftung in der von Ihnen beschriebenen Art hervorrufen könnte. Ja, und was ist das hier? Ach ja, das ist der Multivitaminkomplex. Das war das Einzige, was er von mir für den Sport bekommen hat. Leistungssteigernd ist das aber nicht. Haben Sie sonst noch was gefunden? Pillen, Pulver, Injektionen? Nichts, was auf irgendwie Doping hindeuten würde. Und was ist mit der Sporthalle? Hatte er dort einen Spind? Nein, wir haben an alles gedacht. Wir verstehen unseren Job. Ja, das bezweifle ich keinesfalls. Entschuldigen Sie bitte. Hermann ging es in letzter Zeit nicht besonders gut. Na, jedenfalls hatte ich den Eindruck. Die Vergiftung führt zu steigender körperlicher Erschöpfung und Kreislaufbeschwerden. Ja, er hatte Beschwerden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Vergiftung handeln könnte. Wer sollte so etwas tun? Anja und Dr. Reed. Ein Verhältnis. Es sieht danach aus. Die beiden wirken immer total glücklich auf mich. Hermann hat mir immer erzählt, wie gut es mit Anja läuft. Für mich war das immer ein Beispiel dafür, dass so eine Beziehung auch nach so einem Scheißunfall Bestand hat. Was machen wir denn jetzt mit der Information? Weil ich meine, eigentlich gehört Dr. Reed ja jetzt zu den Verdächtigen.
Nina hat vollkommen recht. Hermann Weber stand dieser jungen Liebe im Weg, also hat er ein Motiv. Darf ich ihn verhören? Hey, Moment mal. Also ein Mann hat einen Unfall, ist danach querschnittgelähmt und seine junge, hübsche Frau nimmt sich deshalb einen Geliebten. Und irgendwann denkt sie, hey, der Krüppel stört. Hey. Ja, ich darf das sagen. Also der Krüppel steht ihrem Glück im Weg und dann denkt sie sich einfach mal, hey, ich vergifte den. Und weil es nicht funktioniert, lässt sie ihn eben erschießen. So stellt ihr euch das vor, oder wie? Warum nicht? Thomas, theoretisch könnte das so gewesen sein. Aber wir reden ja nicht von irgendjemandem, sondern von Dr. Reed. Genau. Und deshalb werden wir die Sache ganz schnell klären. Wir müssen Anja dazu befragen. Nee, ich möchte erst mit Reed sprechen. Ich glaube, sie wollten mich sprechen. Ja, in meinem Büro. Sie werden mir sicher erklären, was ich da gerade gehört habe. Nein, Sie erklären mir, welche Art von Beziehung Sie zu Frau Weber haben. In welchem Zusammenhang stellen Sie diese Frage? In Verbindung mit dem Tod Ihres Mannes. Dann brauche ich sie nicht zu beantworten, denn es gibt keine Verbindung. Das werde ich leider überprüfen müssen. Sie werden mir schon glauben müssen, was ich sage, Frau Meder. Anja Weber hat nichts mit der Ermordung Ihres Mannes zu tun. Und ich schon gar nicht. Herr Dr. Reed, diese Situation ist mir mehr als unangenehm. Ich frage Sie noch einmal, welche Beziehung haben Sie zu Anja Weber? Mehr werde ich zu diesem Thema nicht sagen. Das ist Ihr gutes Recht. Erzählen Sie uns etwas über Ihr Verhältnis zu Herrn Dr. Reed. Du willst wissen, ob ich mit Johannes im Bett war. Seit wann geht das schon? Das war keine längere Affäre, falls Sie das meinen. Und es ist seit einem halben Jahr vorbei. Du hast es nicht gewusst. Woher sollte ich das wissen? Ich dachte, Hermann und du haben vielleicht darüber geredet. Nein. Heißt das, Ihr Mann wusste davon? Ja, natürlich. Seit dem Unfall ist Hermann vom Bauchnabel an gelähmt. Darunter passiert gar nichts mehr. Nichts. Verstehst du? Sie haben sich klar ausgedrückt. Seitdem sagt er mir immer wieder, dass er es verstehen würde, wenn ich mich von ihm scheiden lassen will. Woher kennen Sie Herrn Dr. Reed? Wir haben uns im Golfclub kennengelernt. Im Golfclub? Ja. Da kam dann eins zum anderen. Und Hermann? Wir haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Verdächtigt. Ich hab dir vertraut. Ich verspreche dir, wir werden Hermanns Mörder finden. Wieso hast du von uns nichts erzählt? Weil es dir nichts angeht. Ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Hermann wird erschossen. Es geht um Medikamente, es geht um Gift. In was ist er eigentlich reingeraten? Du warst doch sein Freund. Ich kapier das alles nicht. Warum hat er nicht mit mir darüber gesprochen? Ich verspreche dir, es wird sich alles aufklären. Es klärt sich alles auf. Es ist vorbei. Das war absolute Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, die Sie verursacht haben. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, was zwischen den beiden war? Weil es Sie einen Scheißtrick angeht, Wallner. Sorgen Sie lieber dafür, dass Sie den Mörder finden und halten Sie sich aus meinem Privatleben raus.
Susanne, wir werden beschossen. Ist jemand verletzt? Thomas wurde am Arm getroffen. Scheiße, ich komm. Nein, bleib drin, ist zu gefährlich. Der Schütze ist auf dem Metropol-Tower. Das übernehmt ihr. Alles klar. Piet und Nina kommen. Herr Kornbach! Seid ihr okay? Fährt mit dem Fahrstuhl runter, geht zur Seite. Ja, was kannst du im Hochhaus abriegeln? Zwei Tiefgaragen und sechs Ausgänge? Kaum. Wir brauchen eine Ringfahndung. Der Gesuchte ist ca. 1,80 groß, trägt einen Overall und flieht über Aufgang B. Weißt du, was mich brennend interessiert? Warum der Typ einen Schlüssel zu der Tür hat. Genau. Danke. Haben wir den Kerl? Nein. Der ist uns wieder entwischt. Willst du nach Hause? Wie lange kennst du mich jetzt schon? Ein Kaffee? Ja. Alex, besorgst du uns zwei Kaffee? Gerne. Danke. Scheiße. Dasselbe Kaliber. Die Hülsen passen auch, soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann. Eins ist jetzt aber klar, wir waren die ganze Zeit auf der völlig falschen Fährte. Das glaube ich nicht. Thomas, hast du irgendwas nicht mitbekommen? Draußen wollte dich jemand erschießen. Ich glaube, das sollte nur so aussehen, als wäre ich das Ziel. Erklär das. Wir wissen, dass der Mörder einen Schlüssel für den Metropol-Tower hatte. Das heißt, er hätte mich jeden Morgen und jeden Abend jederzeit erwischen können. Nein, er versucht es während des Marathons, wo ich viel schwerer zu treffen bin. Sie glauben also, dass die Schüsse von eben nur Ablenkungsmanöver waren? Ich glaube nicht mal, dass der mich treffen wollte. Sie haben doch gesehen, wo die Schüsse hingingen. Ja. Wenn ich Sie so ansehe, Wallner, war das schon ziemlich knapp. Okay, angenommen, er will uns von Hermann Weber ablenken. Das ist eine Sackgasse. Ja, aber so soll es aussehen. Ich glaube, dass wir sehr nah dran sind. Ja, aber nicht nur wir an ihm, sondern er auch an uns. Er scheint genau zu wissen, wer Thomas ist. Er weiß, dass du bei dem Marathon dabei warst und er weiß vor allem, dass du in dem Fall ermittelst. Aber warum während des Marathons? Das ist eine interessante Frage. Hermann Weber war ungeschützt. Der Mörder hätte ihn jederzeit irgendwo anders umbringen können. Ich muss los. Sie machen das schon. Der hatte keine Zeit. Der muss das vielleicht so schnell wie möglich tun. Aber warum? Ich meine, Jem hat doch gesagt, er wäre so oder so gestorben. Scheiße. Das ist es. Er wäre gestorben. Der hätte den Marathon nicht zu Ende geschafft. Man hat ihn erschossen, damit er nicht stirbt. Wäre der gestorben, dann hätte es eine Obduktion gegeben. Und was wäre bei der Obduktion als Todesursache festgestellt worden? Die Vergiftung. Ich hab's. In der Vitamintablette ist ein Wirkstoff, der dem Cordaneurolon ähnelt. Cordaneurolon? Das ist verboten worden. Du kennst das? Jem, mit wem sprichst du? Ich habe mit Sicherheit jeden Bericht über Behandlungsmethoden und Medikamente gegen Querschnittlähmung gelesen. Natürlich.
Entschuldige. Corderneurolon, das galt als Wunderwaffe, was Lahme wieder gehen ließ. Das einzige Problem war, dass die klinischen Versuche tödlich verliefen. Es scheint eine Weiterentwicklung davon zu sein. So wie es aussieht, führt es dazu, dass sich Arsenverbindungen bilden, die sich in den Zellen anlagern, mit der entsprechenden Langzeitwirkung. Die Sache wird immer klarer. Offiziell wurde die Forschung an diesem Medikament eingestellt. Aber inoffiziell gab es geheime Versuche. Hermann hat immer wieder davon gesprochen, dass er wieder gehen könnte. Hat er es geglaubt? Ich weiß nicht. Am Anfang hatte ich den Eindruck, später nicht mehr. Hättest du dich auf sowas eingelassen? Ohne mich genau darüber zu informieren, mit Sicherheit nicht. Deshalb konnte er Vukadinovic das Geld zurückgeben. Die haben ihn dafür bezahlt, dass er die Laborratte spielt. Nina. Ja? Danke, das passt. Ich werde, Herr Hoffmann, Besitzer ein Sauer 202 Jagdgewehr? Ja. Dann ist der Fall klar. Sie haben uns belogen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt keiner Schuld bewusst. Erinnern Sie sich daran? Ihr Vitaminkomplex? Ja, und was ist damit? Wir haben Sie analysieren lassen. Cordaneurolon, sagt Ihnen doch sicher was. Ja, natürlich. Ich verstehe nur den Zusammenhang nicht. Herr Hoffmann, Kollegen von uns durchsuchen gerade Ihre Wohnung. Besonders interessieren Sie sich dabei für Ihre Jagdgewehre. Ich bin mir sicher, wir finden auch einen Schlüssel zum Metropol Tower, wo eine Firma namens Risco Pharma eine Dachetage gemietet hat. Sie hat die Räume noch nicht bezogen. Aber sie wurden zweimal benutzt, mindestens. Sie sehen das völlig falsch. Ach ja? Dann stellen Sie es doch richtig. Hören Sie. Die anderen Patienten sprechen hervorragend auf das Medikament an. Ich weiß auch nicht, warum Herr Weber, er war der statistische Ausreißer, sozusagen. Ausreißer? Das ist der Durchbruch. Die anderen Probanden bauen neue Nervenzellen auf. Sowas hat es noch nie gegeben. Wenn wir uns an die ganzen Verbote und Kontrollen und sonst was gehalten hätten, wären wir nie so weit gekommen. Ich durfte es doch nicht zulassen, dass meine ganze Arbeit zunichte gemacht wird. Risco Pharma hat als einziger an mich geglaubt. Sie hat es mir ermöglicht, einen Feldversuch durchzuführen und weiterzumachen. Das müssen Sie doch verstehen. Gerade Sie und die anderen Fälle werden in 2-3 Jahren von meiner Arbeit profitieren. Probanden, statistische Ausreißer. Wir sind Menschen, die darunter leiden, was Ihnen passiert ist. Und wir haben alle diese schwachsinnige Hoffnung auf Heilung. Und das nutzen Sie schamlos aus. Für Sie sind wir doch nichts weiter als Versuchstiere. Versuchstiere, die, wenn sie nicht funktionieren, einfach ausgelöscht werden. Sie sind einfach nur erbärmlich. Professor Hoffmann, würden Sie bitte mitkommen? Leben ist Wissenschaft, Herr Wallner. Eine Frage habe ich noch, Frau Kollegin. Haben Sie ernsthaft geglaubt, ich sei der Täter? Haben Sie sich jemals ernsthaft von mir verdächtigt gefühlt? Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ach, wissen Sie, Sie entsprachen nicht wirklich dem Täterprofil. Was passiert denn jetzt mit diesem Pharmaunternehmen, Risco Pharma? Risco Pharma ist ein international operierender Konzern. Da bewegen wir uns rechtlich auf dünnem Eis. Andere Abteilungen werden sich in die Angelegenheit einmischen. Um rauszukriegen, dass er das schwarze Schaf ist. Ich weiß, wie Sie sich fühlen, Herr Wallner. Es wird schwer, die Gerichte vom Gegenteil zu überzeugen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und Ihnen gute Besserung. Thank you.
Super Wetter, ne? Ja. Hey, ich drück dir die Daumen. Mach's gut, du. Hau rein, nur dir auch. Alles okay? Nein, klar. Ja, komm, warm machen. Ja. Warte mal! Was? Ich hab einen Defekt, ich muss anhalten! Ich muss die Bremse einstellen! Okay! Komm mal weiter! Nein! Sind wir jemals alleine gefahren? Deine Zeit geht flöten! Los, fahr! Ich würde den bremsen! Fahren Sie links rüber! Okay, danke! Ich fahr nicht allein! Was ist los? Nein, Mann, deine Zeit zählt! Ist doch egal! Ich hab einen kleinen Defekt! Scheiße, ich hab 8 an der Felge. Ich muss die Bremse weiterstellen. Sonst schleift die auch. Mann, Scheiße, ich war so gut drauf. Ja, mach! Okay, jetzt geht's. Ist okay, komm. Los, das Loch fahren wir zu. Okay. Alter, Kripo Rhein-Main. Ich brauch dringend einen Krankenwagen. Reuterecke Mainzer. Ja! Hey! Was machst du denn hier? Was ist hier los? Thomas. In Sicherheit. Aber der Täter kann auch irgendwo hier lauern. Was hast du? Jagdmunition. Die Schüsse müssen vom Metropoltower gekommen sein. Ja, vom Dach. Woher weißt du das? Es gibt einen Zeugen. Wie groß war der Mann? Ja, vielleicht so 1,75 oder 1,80 oder so. Und er trug einen blauen Overall, ja? Ja, ja, genau, so ein Overall. Und eine Skimaske? Ja, ja. Schuhe, Handschuhe, sonst noch was? Tut mir leid. Das ging ja so schnell und dann war ja schon alles vorbei. Ist Ihnen der Mann vorher schon mal aufgefallen? Hier laufen doch massenhaft die Leute rum, ja. Und so viele Büros stehen hier noch leer, also beziehungsweise ist noch keiner eingezogen. Und da fällt auch ein Handwerker mehr oder weniger... Fällt nicht auf, wenn Ihnen noch was einfällt. Danke, Herr Horn. Hartmann. Aber hier steht auch Horn. Da Horn, hier Hartmann. Sichert die Bänder aus der Videoüberwachung des Hauses. Jam wird sich darum kümmern. Okay. Nina und Pitt haben auch 2 Patronenhülsen gefunden. Das passt zu dem, was ich hier gesichert habe. Wer ist der Tote? Hermann Weber heißt er. War ein Freund von Thomas. So ein Scheiß.
Die zwei sind zusammen gefahren. Der Täter ist kein Profi. Unfall und war dann querschnittgelähmt. Er kam direkt von der Reha in unsere Trainingsgruppe. Er hat vom ersten Tag an diesen Drang, es zu schaffen, unter allen Umständen. Wie du? Nee. Hermann war schlimmer. Er hatte einen Wahnsinns-Ehrgeiz und eine unglaubliche Energie. Was hat er gemacht beruflich? Architekt. Er hat es trotz Behinderung geschafft, weiterzuarbeiten und sein Büro zu behalten. Warum? Wieso musste der sterben? Wem war am Weg? Sie haben ihn umgebracht. Wen meinen Sie mit Sie? Die Männer. Welche Männer? Sie haben gesagt, wenn Hermann seine Schulden nicht bezahlt, dann machen Sie ihn fertig. Bei wem hat jemand Schulden? Ich weiß es nicht. Er wollte, dass es mir immer nur gut geht. Deshalb hat er die ganze Zeit so getan, als wenn alles in Ordnung wäre. Die ganzen letzten Monate hat er mal erzählt, dass er vielleicht bald wieder laufen kann. Das hat er mir auch erzählt. Aber er hatte keine Chance. Es war seine Art, sich Mut zu machen. Aber Sie kannten seine Probleme. Ja. Was wir von der Versicherung bekommen haben, das hat hinten und vorne nicht gereicht. 2 Jahre Fahrerflucht. Der Mann, der Hermann überfahren hat, der ist bis heute nicht gefunden worden. Mir gegenüber hat er immer so getan, als könnte er sich vor Aufträgen nicht retten. Vor dem Unfall. Aber danach. Er will schon einen Architekten im Rollstuhl, der nicht mal auf seinen Rohbau klettern kann. Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen. Versucht. Aber dann musste er sich mal wieder Geld leihen. Immer wieder. Würden Sie die Männer wiedererkennen? Wie geht's, Thomas? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Er zeigt ja nichts. Aber ich glaube nicht so gut. Wo ist er denn jetzt? Er ist mit Susanne bei der Frau des Toten. Was, echt?
Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Einfach so weiter ermitteln. Thomas wird keine Ruhe geben, bis er den Täter gefasst hat. Da, das muss er sein. Das wurde 7 Minuten nach den Schüssen aufgenommen. Ich lasse die ganze Gegend absuchen. Diesen Teppich hätte ich gern. Da sind jede Menge Spuren dran. Hast du schon Fingerabdrücke? Als er geschossen hat, hat er wohl Handschuhe getragen. Und hier fasst er nichts an, wie man sieht. Ja, und die Türen gehen automatisch auf. Hast du was zur Waffe? Die Patronenhülsen passen zu einer Sauer 202. Das ist ein Jagdgewehr. Das ist total untypisch für einen Killer. Kommt drauf an. Jedenfalls ist es nicht besonders selten. Ich habe eine Übersicht anfordern lassen, wer so ein Gewehr auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen hat. Und wie meins geklaut wurde auch? Was denkst du? Perforation der Aorta infolge eines Teilmantelprojektils Kaliber .308 Winchester. Der Trümmerbruch des 6. Lendenwirbels ist ein bekannter Vorschaden. Er war querschnittgelähmt. Du bist sicher, dass du Medizin nie studiert hast? Ich war bei etwa 200 Obduktionen dabei. Da bleibt einiges hängen. Könntest du mir die Gewebeproben entnehmen? Heute noch. Gewebeproben? Ja, wieso das denn? Die Todesursache ist offensichtlich. Wie war das nochmal? Das offensichtlich?